Willkommen zurück zu Super Mario 3D World. Mit Toad heute, zumindest am Anfang. Denn er war jetzt zwar zweimal in Plessis Level, aber er konnte ja nicht wirklich was machen. Zumindest nicht mit seinen coolen Fähigkeiten. Denn, ja, da zählt nur Plessis Fähigkeiten. Und ich habe schon gehört, Toad hat zumindest einen Fan. Naja, okay. Ich finde Toad auch cool. Und als Katzen-Toad sieht er auch super schön aus mit dem Blau. Ich mag seine Verwandlung aber an sich nicht immer. Also gerade die Feuerverwandlung finde ich total unpassend bei ihm. Naja. Wir gehen jetzt in 1.5. Schalte an Manege frei. Das ist ein sehr besonderes Level, weil man hier sehr viele Schalter hat. Und ja, wir müssen halt alle Bodenplatten aktivieren, was, wie ihr seht, mir Probleme bereitet. So, mit euch, ekelhaften Käfer. Ist da wieder irgendwo ein Item? Nö? Okay. Ich meine, ich habe eine Katze, von daher ist alles okay. Ihnen! Feuerblume, ja. Und die Verwandlung finde ich nicht so cool, weil er ist jetzt gelb und der gelbe Toad, den kennt man ja aus Super Mario Bros. Und im Grunde ist das die Feuerverwandlung vom gelben Toad. Der blaue Toad hatte eigentlich einen blauen Kopf mit roten Punkten. In Super Mario Bros. Oder in New Super Mario Bros. Wii war das. Und finde ich ein bisschen schade. Ich finde auch ein bisschen schade, dass ich keinen Grünstein gefunden habe. Kann das sein? Hier unten ist er auf jeden Fall nicht. Und die Katze ist, glaube ich, ein bisschen pusher. Oh, hier war ein Grünstein, oder? Ja. Der erste? Yes, perfekt. Dann weiter. Dass ich die Level noch kenne. Aber es gibt so ein paar Grünsterne, die werde ich wieder nicht kriegen, weil ich die immer wieder vergesse. Wenn man gar nicht so viel nachdenkt, dann macht man es falsch. Ach, verdammt. Um jetzt. Okay, es geht weiter. Was haben wir denn hier? Ist ja auch was an der Wand? Nein, schade. Ich überlege gerade. Ah, ich erinnere mich aber immer nur so richtig bruchstückhaft an die Level. Aber ich meine, der Stempel ist ganz am Ende des Levels und da muss man alle Schalter einfach nur aktivieren, damit man ihn kriegt. Also nicht so schwer. Nö, Fallblume habe ich schon im Inventar, brauche ich nicht nochmal. Ich will nicht meine Katze, das will ich nicht. Ja, Rätselbox heißt auf jeden Fall auch immer Stern. Ah ja, da war er schon. Okay. Und sonst ist ja auch nichts. Schade. Nochmal eine Feuerblume. Ja, aber viele brauche ich nicht. In Bowser's Fury kann ich zwar alles Mögliche mitnehmen, aber hier halt nicht. Ja, schon der Sprung tötet mich jetzt. Nein! Stern! Okay. Dann haben wir alle Grünsterne. Das Level ist nicht schwer. Das ist einfach nur jetzt diese Schaltermechanik, die hier vorgestellt werden soll. Genau, und da oben ist jetzt der Stempel. Und wenn ich hier alle Plattformen aktiviere, dann wird das Ding runtergesetzt. Und ich komme trotzdem nicht an den Stempel ohne Katze. Oder geht es mit dem Wandsprung? Ah, okay. Man kann es auch einfach mit der Katze so holen. Das mache ich meistens. Meistens, ne? Ich habe das Spiel jetzt ungefähr zweimal durchgespielt. Ah, der Wii U. Also. Meistens klingt es, als hätte ich das irgendwie schon 100 Mal gemacht. Nein. Wir kriegen eine Katzenglocke als Stempel. Nice. Okay. Ja. Dann können wir jetzt in ein ganz besonderes Level gehen. Hier gibt es, wie ihr seht, 5 Grünsterne. Welt 1, Captain Toad. Captain Toad will hoch hinaus. Ja, und das sind ganz coole Level. Die sind ja auch so gut angekommen, dass die ein eigenes Spiel bekommen haben. Hier spielen wir Captain Toad, der 5. Charakter sozusagen, aber halt anders als die anderen. Und wir haben jetzt hier so ein cooles, bewegliches Level. Also wir können Captain Toad steuern. Ja, es wird alles erklärt, ich muss das nicht erklären. Captain Toad, der furchtlose Jäger der grünen Sterne, bricht zu seinem ersten Abenteuer auf. Hilf ihm dabei, alle Hindernisse sicher zu überwinden und alle 5 Grünsterne in diesem Level einzusammeln. Wenn du das geschafft hast, gehören sie dir. Bewege die Kamera dabei mit Hilfe von R oder Bla, um die Umgebung aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Oh, eins noch.
Kapitän Toad kann nicht springen. Also sei vorsichtig. Ja, wir können also jetzt die Welt... Boah, die Kamera steuern, nicht die Welt. Und wir können nicht springen. Ja, also springen sieht bei ihm so aus. Und unsere Aufgabe ist einfach, alle 5 Grünsterne einzusammeln. Und ich finde, das sind sehr schöne Rätsel-Level. Also nicht richtige Rätsel, aber schon... Ich rede halt irgendwie komisch, oder? Ist mir schon gerade, als ich Bowser's Fury aufgenommen habe, aufgefallen. Naja. So schöne Erkundungslevel. Und die sind auch wirklich gut angekommen. Deswegen hat das Ding ja auch einen eigenen... Ja, also hat Captain Toad ein eigenes Spiel bekommen. Captain Toad's Treasure Tracker. Ein sehr cooles Spiel, das ich auch unbedingt mal spielen möchte. Aber ja, bisher hatte ich irgendwie nicht die Zeit. Wobei die Zeit vielleicht schon, aber... Ja. Irgendwie hatte ich immer andere Projekte. Das war jetzt noch relativ einfach hier in dem Level. Es wird noch ein bisschen kniffliger. Und wenn man es richtig knifflig haben möchte, dann holt man sich Captain Toad's Treasure Tracker. Sowohl für Wii U als auch für Nintendo 64. Für Nintendo Switch, natürlich. So wie alle anderen Wii U-Spiele auch. Wollen wir uns nicht drüber beschweren. 21 Grünsterne haben wir und das Level ist abgeschlossen. Okay. So, hier haben wir noch einen kleinen Fragezeichenblock. Mit einer Münze und hier ist nichts. Und jetzt geht es. Ah, man braucht sogar tatsächlich Grünsterne, um hier reinzukommen. Das finde ich ziemlich gut, da muss man die auch sammeln. Weil die Level habe ich ja schon gesagt. Man kann eigentlich relativ gut durchlaufen. Und so ist man zumindest gezwungen, ein paar zu sammeln. Also jetzt die Hälfte dieser Welt ungefähr. Finde ich gut, finde ich sehr gut. Gehen wir rein. So, jetzt habe ich jeden Charakter einmal gezeigt. Das heißt, ab jetzt mache ich es immer zufällig. Peach gegen Bowser. Ja, die große Revanche. Mal schauen. Ah, und hier gibt es sogar Bombenbälle. Naja. So, man kennt ja rote Münzen. Also rote Münzkreise. Hier gibt es grüne Münzkreise. Dass es dafür gibt, sollte klar sein. Ich muss aber auch alles kriegen. Oh, verdammt. Also es gibt auf jeden Fall einen Grünstern und ich nehme eine Katze. Also alles hat so wild. Jetzt noch hier ein bisschen umschauen. Aha. Ja, 10 Sekunden Zeit. Das ist ungefähr die Zeit, die ich brauche, um hier hochzukommen. Also ja, ob sich das lohnt, ich weiß es nicht. Gehen wir weiter. Irgendwie war das jetzt um die Seite zu wechseln. Aha, da haben wir Betonblöcke. Bomben helfen da. Oh, da ist der Stempel. Nice. Und die Katze brauchen wir hier sogar. Das ist ein Rad. Hoch. Hoch. Was ist hier? Quatsch. So. Oh, sogar Twomps. Oder sind das Twomps? Ich weiß nicht, was die Twomps sind und was die anderen sind. Und wie die anderen heißen. Ne, das sind Twomps. Die anderen heißen Wumms. Aber man kommt auch hier hoch. Okay. Nehme ich hier noch die Münz, die Zeit mit. Noch eine Katzenglocke. Ist mir halt lieber als so eine Feuerblume. Auch wenn ich Peach in der Feuerblume ziemlich cool finde. Und hier ist nochmal ein Grünstern. Dann haben wir alle. Wir haben auch den Stempel. Im Grunde müssen wir jetzt nur das Level abschließen. Und dann die Fahnenstange erreichen. So. Die Transportboxen finde ich irgendwie nicht so cool. Also mir sind einfach Röhren lieber. Bin ich mehr Mario-like. Ah! So ein Level ist das. Bowser in seiner Kutsche. Wobei, es ist nicht seine Kutsche. Die Klimans-Kutsche ist was ganz anderes. Das ist ein Auto. Wir müssen ihm einfach ein paar Bomben schenken, die er uns eigentlich schenken möchte. Aber wir schenken sie zurück. Ey! Muss es aber auch schon annehmen. Schlecht. Jetzt kann ich nichts machen. Oder? Ja, doch, ich kann Fußball spielen. Alles klar.
Ich würde ganz ungern die Katze verlieren. Denn mit der Katze erreiche ich auf jeden Fall die Fahnenstange ganz oben. Und das will ich schon machen. Also wirklich fahren sollst du eigentlich nicht mehr können. Okay, Bowser ist besiegt. Seine Brücke ist zerstört. Und er lernt fliegen. Wieder nach unten. Okay, doch nicht. Auch nach oben. Ach man. Er ist 14 Leben. Ich will eigentlich schon die 99 Leben vollkriegen. Ja, mal schauen. So schwer ist das Spiel nicht, aber es wird am Ende ein bisschen kniffliger. Und da ist die erste Fee. Und die Feen heißen Sprixies. Also wie Sprite und Pixie. Oder Spirit und Pixie. Ist auch egal. Jedenfalls nehmen wir uns sie und beenden das Level mit einer Goldflagge. Einer riesigen Goldflagge. Gut. Ich glaube, der Stempel ist auch tatsächlich einfach nur das Brixie, oder? Nächstes Bowser. Okay. Übrigens, die Stempel waren auf der Wii U-Version einfach nur schwarz-weiß oder beziehungsweise so blau-weiß. Die haben die Farbe. Das ist mir aufgefallen. Finde ich cool. Und deswegen sage ich auch mal, es sind Sticker. Weil, ja, sind halt keine Stempel mehr so vom Aussehen her. Naja. So, die Sprixies sind gute Klempner. Fast so wie Mario und Luigi. Aber mit Magie. Und bauen eine Glasröhre in die zweite Welt. Und man kennt es ja, die erste Welt ist immer eine Graswelt. Und die zweite Welt ist ganz klassisch eine Wüste. Hat aber nicht so viel zu sagen, weil die Level in den Welten haben eigentlich nicht so viel mit dem, mit der Weltenthematik zu tun. Ich habe immer nur das erste und danach nicht mehr. Und hier gibt es die gelbe Sprixie. Oh, wir können sie nicht mal sehen, weil der Weg ist sehr weit. Na gut. Ja, Peach. Good job. Weiter geht's in 2-1. Ekondors Wüstenruine. Und zwar mit Mario. Ja, also das ist jetzt ein Wüstenlevel. Und das ist hier. Mysteriös. Naja. Und hier sind die Pikondore dabei. Ja. Sind ganz nette Vögel, glaube ich. Mal erstmal hochklettern. Dann haben wir nämlich schon den ersten Grünstern. Katzenglocke wird hier gegeben. Nämlich mit, ich habe ja keine mehr im Inventar. Huch, jetzt ist echt was runtergefallen. Nicht so gut. Okay. Da komme ich wohl eher nicht hoch. Oh, wobei. Da ist sogar eine Goldröhre. Ja, hier komme ich hoch. Und einmal ein bisschen Geld sammeln. Ja, aber das mag ich nicht. Das ist einfach nur tödlich. Wenn ich da runterfalle, war es das. Das lohnt sich nicht wirklich. Man kriegt halt auch nicht so viel. Aber man kriegt eigentlich schon ziemlich viel, wenn man da einfach reinläuft. Okay. Ja, aber es ist halt nicht so der coole Münzbonus. So, Feen. Biene. Und rote Münzen. Oh Gott. Immer eine Katzenglocke, aber ich habe schon eine. Ich glaube eigentlich, dafür gibt es jetzt ein One-Up, aber ist leider nicht so. Habe ich vielleicht einen Grünstern übersehen? Seltsam dieser Teich. Da hinten ist der Stempel. Den sollte ich auf jeden Fall kriegen. Grünstern sehe ich aber nicht. Okay. Hm.
Das ist ein Suspekt hier. Ja, haut mal ab, bevor ihr nur Ärger macht. Und Mario, du bist hier hoch. Und du lässt es bleiben. Ist hier was? Oh Gott, Kamera. Die Kamera ist hier sehr tödlich. Wie Mario, die Kam- also wie Mario hier in den Bildschirm guckt. So, ah ja, den sollt ihr am Leben lassen. Aber ich glaube, okay, ich den nicht schon gefunden, da muss ich mich noch weitersuchen. Aber ich glaube, das ist der dritte. Nein, das ist der zweite. Okay, dann weg mit dir. Und hier kann man sich hochmogeln. Also, das heißt mogeln, ist ja so geplant gewesen von den Entwicklern. Aber ich finde, es sieht mal ein bisschen komisch aus. Aber weiter hoch geht's nicht. Okay. Und Münzblock. Gut, irgendwo hier, genau, ist der Stempel. Ah ja, aber wenn er auf dem Weg liegt, ist das schon ein bisschen billig. Und hier ist Captain Toad. Was machst du denn hier? Hast du noch einen grünen Stern? Nice. Merci. Und dann haben wir alles. Okay. Oh je. Lauf! Und gönn dir! Perfekt. Cool. Level beendet. Und es gibt Mario als Stempelsticker. Okay. Bowser. Mhm. Und ein Silhouettenlevel. Du kannst während eines Abenteuers Amiibo nutzen. Okay. Unterirdische Schattenspiele. Das war 2-3. Hier brauchen wir auch Grünsterne. 15 Stück ist nicht so viel. Zieh auf den Pustegipfel. Oh. Wie ist das denn hier umgesetzt? Okay, wieder Toad. Du kannst dieses Level mit Hilfe der Berührungssteuerung spielen. Drücke R oder SR, um den Berührungszeiger zu aktivieren. Ach so, ist das wie in Bowser's Fury. Wenn du im Handheld-Modus spielst, kannst du die Blöcke auch bewegen, indem du sie direkt auf dem Touchscreen berührst. Ja, so war das nämlich auch auf der Wii U, zumindest mit dem Gamepad. Okay, ja, dann gehen wir mal hier drauf und drücken. Genau, dann geht das hier hoch. Aber kann es sein, dass die Dinger anders sind als in der Wii U-Version? Da waren das andere Plattformen. Ich bin mir sehr sicher. Ja, mir soll es recht sein, hab's auch richtig alles. Lumba mit dir. Mal einmal schauen. Da war ein Pixel Luigi. Cool. Da ist, glaube ich, der Tod. Den will ich nicht. Ich will aber schon mal hier reingehen. Oh Mann, hau doch ab. Ja, ja, also irgendwo hier ist auf jeden Fall ein Grünstern. Ist doch, glaube ich, nicht so überraschend, dass die da einen verstecken. Aber ich glaube nicht hier, weil hier ist nur der Tod. Bin ich mir sehr sicher. Der Blumen möchte ich nicht. Oh, das wird jetzt ein Spaß. Also es fühlt sich schon sehr komisch an, den Pro-Controller für die Bewegungssteuerung zu nehmen. Wirklich. Aber es geht erstaunlich gut. Oder es geht zumindest. Okay. Den wieder weg. Den wieder hoch. Und dann den. Und dann bin ich da. Okay. Ja, nice.
Ich meine schon alles abchecken. Ich möchte nichts verpassen. Ach ja, übrigens, Toads Fähigkeiten, jetzt komme ich mal dazu. Er ist super schnell. Jetzt habe ich es auch schon gesagt, aber keine Ahnung. Er kann aber nicht so hoch springen. Baby Gumbas. Ja, ich würde sagen, diese weiße Wolke da ist hilfreich. Die wird uns irgendwas bringen. Also mal rein. Wieder ein Level über den Wolken. Mit Stern. Und durchlaufen. Juhu. Bum, bum, bum. Und Grünstern Nummer 2. Cool. Das macht echt Spaß. Da ist nichts. Da gehe ich erst oben gucken. Das ist doch gar nicht so einfach, da hochzukommen. Also hier ist eine Feuerblume, okay. Aber die will ich nicht. Ich will die Katze. Oh Gott. Nimm alle Grünsterne. Aber wo ist der Stempel? Vielleicht ein bisschen früh aktiviert. Den Stempel nicht. Oder habe ich den Stempel nicht? Ich habe den Stempel nicht. Aber wieso? Und wo? Ja, das ist jetzt aber schade. Ohne Röhre. Und der Weg nach oben. In 2-4 hat sich geöffnet. Wo ist der Stempel? Ich will das ehrlich gesagt nicht ausprobieren. Ich gehe jetzt mal hier rein. Oh Gott. Jetzt war hier doch was. Nicht wirklich. Nein. Ja, aber ich dachte, da wäre der tot. Mal ernsthaft. Wie soll man denn denken, dass da nicht der Tod ist? Wenn hier so eine Bodenplatte ist. Oh mein Gott, zweimal schon. Und hier keine Bodenplatte ist. Dann denkt man doch, da fällt man durch und ist dann erledigt. Naja, ist egal. Achso, so geht's auch. Das Level ist aber ganz cool, deswegen will ich jetzt nicht so viel meckern. Aber es ärgert mich schon ein bisschen. Aber ich wusste ja, dass da was sein soll. Ich hab's ja auch gesagt, dass da ein Grünstein ist oder so. Naja. Aber das, dann da ist, wo halt das Loch im Boden ist, finde ich halt echt blöd. Naja. Wie gesagt, die Level sind ja relativ kurz, das heißt, man ist da wieder schnell durch. Was? Und... Oh mein Gott. Okay, das reicht. Wir können ja hochlaufen. Ja, na gut. Also heute haben wir alle Charaktere gesehen, bis auf Luigi. Der Arme. Übergang. Ist egal. Er kriegt schon noch seinen Auftritt. Goomba. Ja, das hat sich ja richtig gelohnt. Jetzt gucken wir noch kurz in die Röhre.
Oh, ja, so ein Casino hatten wir auch schon in der ersten Welt. Das habe ich gar nicht gemacht. Blöd. Ja, ist egal. Hier ist ein Toadhaus. Ja, ich meine, wir haben ja gerade sowieso einen Platz im Item-Inventar frei. Komm, ich nehme mal die Feuerblume und die beiden Pilze können wir auch mitnehmen. Eben Punkte und sonst nichts, aber ja. Ist okay so. Ja, Leute, im nächsten Part geht's weiter mit Welt 2 der Wüstenwelt. Vielleicht werden wir da schon das gelbe Sprixie retten können. Und ja, ich freue mich drauf. Bis dahin, wie immer, nur das Beste.